Terminale LE die dritte, Leute. Ich muss das einfach mal so sagen, ich weiß auch nicht, was das jetzt soll. Anscheinend ist es so, dass ich eigentlich nur noch die Karte spiele. Weiß nicht, ist Zufall. Also ist jetzt schon, weiß ich nicht, jetzt ein paar Mal hintereinander und ich nenne einfach mal das Spiel Terminal LE die dritte. Ihr wisst ja, Find dabei gewesen, Ablenkung, Abwehr, Sieg. Hier passiert Folgendes, Leute. Lasst euch einfach mal überraschen. Schaut einfach mal zu und ihr wisst ganz genau, was ich meine. Wenn ich davon rede, lasst euch einfach überraschen. Dann kommt eigentlich immer irgendwie was. Ja? Also eigentlich kommt, was jetzt überhaupt nicht kommt, ist, Leute, ich habe eigentlich mal jetzt keinen Bock gehabt, irgendwie so mit einem Cannon Rush oder bla 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 eine Ablenkung zu machen, keine Ahnung, weiß ich nicht, um den Gegner vorab schon mal ein bisschen zu verwirren. Nein, das habe ich diesmal nicht getan. Ich habe einfach mal was ganz anderes getan. Dachte mir eigentlich, jetzt mache ich einfach mal ein etwas, ja, soll ich denn sagen, längeres Spiel, als wie halt diese Frühzeit in Games oder so. Und was heißt ein längeres Spiel? 11 Minuten 30, ja, wie man rechts sehen kann, da ist ja diese Zeit eingeblendet, wie lange das Spiel dauert. Und von daher könnt ihr halt immer sehen, wie lange das Spiel dauert. Gut, nichtsdestotrotz, Leute, habe ich einfach mal gedacht, gut, ich fange heute mal oder fange bei dem Spiel an. Setze in die Pylone, ja, setze in die Pylone und nochmal setze in die Pylone und setze noch eine Schmiede hinzu. Sicher hier oben einfach mal hier meinen Eingang ein bisschen ab, wollte, wie ihr sagt, halt einfach mal jetzt mal eben so ein Nick machen mit, sagen wir mal, ja, gut, lass den Gegner kommen und dann werden wir mal sehen, was passiert. Der Gegner kam ja denn hier auch in Form eines WWFs und ich dachte mir, okay, Leute, pass auf, nicht, dass der wieder abhaut, setze ich einfach mal hier leider mal einen Cannon hin, ne, einen Cannon zur Absicherung, wie gesagt, und nichts weiter. Der kommt erstmal auch ja nicht mehr raus. Ist einfach mal so. So ist es für mich eine Leichtigkeit gewesen, den ja, zu liquidieren, ja, den zu töten. Ist einfach mal so. Ich habe den getötet, Leute, ja. Die kicken wir uns mal einfach mal an, wie das passiert ist. So, schon mal tot. So. Gut, was hat denn der Gegner überhaupt gemacht? Ganz klar. Hat natürlich der Satoshi, keine Ahnung, was das Binner ist, Tscheche, hat natürlich hier gleich hier eine Raffinerie gebaut. Klar, logisch, setzt natürlich hier auch gleich hier seine Kaserne in den Biorhythmus mit diesen Tech-Labor oder was es da ist, ja, rein, klar, logisch. Kann man schon denken, was er macht. Hier hat er irgendwie was abgebrochen. Warum er das abgebrochen hat, das weiß ich nicht. Kann ich euch auch nicht so sagen. Aber ich weiß nicht, wohin. Ach so, wohin geht der denn? Ach so, das habe ich jetzt ja nicht so mitgekriegt. Ich meine, gut, im Replay oder so sieht man eigentlich viele Sachen, die man halt im Spiel nicht so sieht. Okay, hier setzt dann Bunker. Wie auch immer, kommt mir zugute. Ich setze in dem Fall hier auf zwei Cannons und habe dann hier nochmal den Cybernetik-Kern gesetzt, um halt doch eine etwas größere Abwehr zu haben, falls der Gegner kommt. Okay, manch einer macht das einfach mal so, setzt hier zwar seine Cannons hin mit seinen Pylonen und verheißt aber dabei halt doch das noch ein bisschen stärker abzusichern. Ja, kann ja immer sein, er kommt einfach mal mit einem Tank oder was und dann hat man hier irgendwie ein bisschen so die Arschkarte gezogen. Ja, versteht ihr, wie ich das meine? Ich denke mal ja. So, hier jetzt weiter bei mir ist ja nicht so viel zu sehen. Hab hier noch mal eine Pylone gesetzt, da noch mal eine Pylone gesetzt, setze später hier nochmals wie kennen sind. Das werdet ihr aber im Laufe des Spiels sehen. Wir beobachten einfach mal so, was der Gegner hier so gemacht hat. Ja, der Satoshi. Der Satoshi hat ja nicht so scheiße gespielt, muss ich ja mal sagen. Gut. Warum er das jetzt hier macht, das weiß ich nicht. Okay, wollte zumachen, denke ich mal. Also der wollte hier höchstwahrscheinlich zumachen. Ob man das jetzt unbedingt mit einem Depot machen sollte, also das weiß ich jetzt nun auch nicht so ganz. Also ich hätte es jetzt wahrscheinlich nicht so ganz gemacht mit dem Depot. Ganz im Gegenteil. Das Depot hätte ich hier weggenommen und hätte einfach mal hier meine Armee ein bisschen so näher an den Bunker gebracht. Ja. Gut, er wird dann folgendes machen. Und hier hätte ich zum Beispiel das auch gleich getauscht. Ja, Kaserne mit der Fabrik. Ja, so kommt man schnell an einen Tank ran. Und so weiter und so fort. Hier macht er auch, macht er auch, macht er auch. Er hat da schon seine zweite Raffinerie hier fertig. Oder in Arbeit ist es ja, kann man ja so sagen. Und ja, Leute, so ist es einfach mal. Ich indessen habe hier mein Orakel schon wieder fertig und plane natürlich wieder was. Leute, was ich plane, jetzt klar. Könnt ihr euch mal in dem zuvor von mir hochgeladenen Video mal euch mal angucken, was hat der Micha da gemacht eigentlich? Ja, das Gleiche. Was ich da gemacht habe, ja, man kann jetzt ja so sagen, habe ich ungefähr auch so getan. Ja, Orakel, logisch und, ne Quatsch, umgedreht. Mutterschiffskern hier, Orakel in Arbeit da.
Ja? Diese Paarung zusammen, Leute, beim Protoss, ungemein stark. Kann ich euch erstmal wirklich, wer Protoss spielt, der soll, versucht das einfach mal, denn das habe ich hier, wobei ja der Orakel auch schon stark ist, aber zusammen mit dem Mutterschiffskern, der ja hier schon bereits auf seinen Freund wartet, ist das eine ganz wunderbare Mischung. Und was ich jetzt gleich wieder wegrotze, Leute, das schauen wir uns einfach mal an. Ja, die sind jetzt zusammen beide, freuen sich, sagen guten Tag, gebt ein Küsschen auf der Wange. Und jetzt geht's los, Leute, schaut euch das an, ich zähle mir mit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 WBFs, 2 Marines, 9 WBFs. 10. Leute, diese Mischung ohne Spinne ist eine ganz, ganz geile Mischung. Und das ist jetzt schon das zweite Mal, wo das mir hier passiert. Also das ist schon das zweite Mal im Spiel, wo ich diese Taktik anwende. Ja, also ja, kein Kennenrasch oder irgendwie was als keine, nein, das schon als Ablenkung. Nein, warum? Weil das geht auch ziemlich gut. Ja, den Spaß, den gucken wir uns mal an, bis der Tank hin ist. Das ist super hier da oben. Entschuldigung, in den Bayer trinken einen heißen Kakao. So, das ist natürlich sehr super gelaufen und die haben erstmal eine kleine Ruhephase verdient. Und ja, schauen wir uns an, was er hier weitermacht. Okay, er hat eine Kommandozentrale gebaut mit seinen WBF-Chins da. Alles klar, gut. Also für Nachschub Minerals ist hier gesorgt. Okay, hier hat er eigentlich gar nicht so viel. Warum er denn einfach mal nicht hier weiter, mal ein bisschen auf Absicherung gegangen ist, verstehe ich eigentlich auch nicht. Okay, hier hat er natürlich, das hätte mir natürlich auch beinahe die Genick gebrochen, ja. So, und hier kommt der Micha, muss ich mal sagen, ich habe jetzt hier 5 Warpknoten gemacht, habe hier diese Updates, Cybernetic-Kern erforscht, ist in Arbeit, sag mal so, und hier habe ich einfach mal, geguckt, ob ich halt die Möglichkeit habe, hier einfach mal, ja, reinzuwarpen. Ich musste das ganze Projekt hier aber also canceln, weil ich gemerkt habe, hier ist er mit seinen Vikings, ja, mit seinem Viking, und hätte er mich gesehen, dann hätte er mich hier angegriffen. Und somit wäre dieser Plan, den ich denn hatte, hier reinzuwarpen, wäre misslungen gewesen. Ist einfach mal so. Wäre hier jung gewesen, aber wie gesagt, er hat mich da wohl nicht gesehen und Cybernetic-Kern-Erforschung ist gleich fertig und somit habe ich denn dementsprechend hier, Leute, wie ihr hier seht, hier die Chemnitz hier als Absicherung, hätte ja sein können, der kommt halt irgendwie, na, ihr wisst schon, ja. So, aber hier wird angegriffen und die gucken wir uns an. Warum er hier abgebrochen hat, das weiß ich nicht. Kann ich euch nicht sagen, keine Ahnung. Indessen habe ich aber die Möglichkeit, hier ein bisschen von der Seite heranzukommen, Warptechnik hier einzusetzen, also diese, ihr wisst schon, Transportdings. Und habe ich Glück, dass meine Stalker fertig sind. Ja? Sind fertig, wunderbar geklappt. Habe auch diese Möglichkeit, die Marines hier kalt zu machen. Und das war wieder mal ein wunderbarer Sieg. Von mir muss ich mal schon vorwegnehmen. Danke, dass er hier wart. Und bis zum nächsten Mal. Wenn vielleicht heißt, das vierte Mal spielt diese Map. Und der vierte Sieg in Folge. Muss man sehen. Bis dahin. Ciao und auf Wiedersehen. Euer Micha im Spiel Minaton Core. Ciao.